Abschluss wäre Polen gegen Dänemark. Von denen bin ich auch enttäuscht. Weiß gar nicht, wie wir gespielt haben. Dänemark 4-1 gegen die Iren verloren. Ja. Die Polen 1-1 gegen Schottland. Verloren oder gewonnen? Verloren. Warte kurz, ich habe vergessen zu schauen wegen Karten, aber ich glaube, da war eh nichts. Zumindest ist keine Rot und keine Verletzung. Ja. Leitungen haben wir Gott sei Dank dabei noch keine gehabt. Oder? Ah ja, stimmt, du. Geh auf mich los, oder? Entschuldigung, Gott sei Dank hattest du noch keine. welche Mannschaft war das? Oder ich habe Nigeria ein, Kamerun ein und Ronaldinho. Ah ja, Ronaldinho. Mit drei verletzt schon. Ich habe den einen in der 90. wo ich unbedingt noch auf diesen Pressball gehen wollte. Ah ja, stimmt. Fußballfans, ich darf Sie ganz herzlich zu diesem Spiel im Allianz Stadium begrüßen. Am Mikrofon melden sich auch heute wieder Wolfuß und So, Frank. ja, denen hat er gesagt, die sind enttäuscht. Das dürfte eine Aber ich habe von Anfang an irgendwie habe ich Das ein wird fantastisch. gutes Da bin Gefühl ich gehabt, darum ganz habe ich ja quasi bei sicher. der EM mit dem Fußballfans. anderen spielen lassen. Oder mit dem anderen schon eingegeben, Ach eingeloggt. stimmt, du hast das schon alle Ja. eingeloggt, ja. Das habe ich Ja. vergessen. Nee, ich habe das jetzt schon abhängig auf WM-dingsmäßig gemacht. Bin ich ehrlich. Ich werde das auch in Zukunft, gleich für meine Züge, wahrscheinlich so lassen. Ich gehe da dann auch ein bisschen so nach derzeitiger Form. Aber es ist nicht dadurch, dass ich eh schon mehr Mannschaft habe und ich auch ein bisschen variieren möchte. So früh vorbelastet zu sein, ist Was natürlich soll ich ganz sagen, schlecht oder? für den Spieler. Ja gut, du hast da schon noch mehr, glaube ich, jetzt Ja mittlerweile. gut, jetzt ja, aber die zwei werden jetzt in dem Durchlauf sowieso nicht kommen. Aber auch ohne die zwei, ich habe noch zusätzlich Uruguay und Österreich, die ich mir fix habe. Na gut, die habe ich ja auch. Ja, aber die musstest du jetzt nicht einsetzen. Das für dich sind die ja schon ausgefallen. Ja. Ich muss jetzt einen Platz quasi frei machen für die. Ja, stimmt. Nächsten Durchgang habe ich den Vorteil. Hat jeder gesehen, Wolf, Hat dass ihnen keine da noch Möglichkeit sehr besteht? unsicher beim Aufbau. Hat diese Strategie? Es ist immer dieses Spekulieren, dass man die Abwehr überrumpeln kann. Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Sie stehen sehr hoch und genau das zahlt sich hier aus. Er schießt. Er zeigt vollen Einsatz und blockt auch diesen Schuss. Ball bleibt hängen. Alter. Nein! Spielt er faul, obwohl er schon gelb gesehen hat. Das hat der Da Spieler zum Glück, es hat er schon ein Geld. Ja, Torfreistoß. Da der hat hätte Geld man über gekriegt. Gelb Das habe ich nachdenken gar nicht können, dann mitbekommen. wäre das seine zweite gewesen. Jetzt der Versuch. Super Boah! Stelle von ihm. Alles richtig gemacht. Was für ein Tor. Ich würde sagen, ich notiere mal. Ja, nehmen wir es mal mit. Lewandowski! Ja, Christensen muss dann schon auf, was ist schon sein zweiter? Gelbe. Ist gar nichts mitbekommen. Spätestens ab 2000 schon. Oder? Arminik! Oder? Schmeckel? Mit denen habe ich ja auch, glaube ich, noch ein bisschen Upgrades-Bedarf. Aber also, gibt es noch, oder? Das ist beeindruckend. Ja, ich glaube. Das ist halt das, was man dann auch hat. Es gibt, glaube ich, eh so bei jeder Mannschaft so Upgrades. Ja. Und die Frage ist halt, ist dir das dann auch wert? Ja. Von Bei mir denen habe ich gibt es zum. auch, glaube ich, zwei Legenden oder so. Ich glaube, ja. Von mir habe ich zum Beispiel nicht den stärksten Stürmer spielen, sondern meinen Lieblingsstürmer. Also, weißt. Oh, okay, ja. So, weil da spielt der Braithwaite, weißt. Gefährlich, der Steilpass. Der Versuch mit
dem Luftfahrt. Gehalten, da zeigt er sein Können. Ja, Polen aber stark bislang. Da sehen wir, wie dribbelstark er ist. Ist es das jetzt? Der Abwehrspieler wirft sich in den Schuss. Boah. Ja, absolut, wenn Sie da noch einen Moment warten, dann ist niemand mehr im Abseits. Ja, ein guter Vorstoß. So bringt der Pass natürlich herzlich wenig. Oh! Gefährlich. Die Chance. Schön. Zwei Tore vor ihm. Also sieht alles gut aus für Sie. Ja, auch Schlotzek. Da auf der rechten Seite war man auch sehr unsicher, hat man ihm mal das Vertrauen geschenkt und auch schon gegen Schottland eine gute Figur gemacht, den Assist gegeben und jetzt auch hier belohnt er sich und das Team. Kann man ja mal probieren. Oh, ich glaube, den muss ich rausnehmen. Na, Alter. Alter. Schiedsrichter ist da nicht so zu spaßen. Marty. Ballgewinn hier. Alter. Boah, schön durchgesetzt, Lewandowski. Der nächste Treffer, also die sind heute nicht zu bremsen. Wow, da ist jetzt stark durchgesetzt. Das ist ja jetzt natürlich schon ein bisschen einseitig hier. So ein Vorsprung bereits in der ersten Hälfte, mein lieber Mann. Alter. Gefährlich, kein guter Abschlag, jetzt müssen Sie aufpassen. Nein! Das ist natürlich harmlos. Ja, halbe Stunde 13:00, das ist natürlich auch für Dänemark schon heftig. Die müssen sich da was einfallen lassen, beziehungsweise der Trainer. Guter Steilpass hier, macht er gut. Boah. Schön gespielt. Und damit war's das erstmal dahin. Die Flanke geht in Richtung Lewandowski. Hoi. Hoppe. Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. Ja, bei gewissen Mannschaften, da merke ich, da geht einfach nichts. Da muss ich irgendwas umstellen. Irgendwas anders machen. Bis jetzt bei den Walesern so und bei den Dänen. Taktikmäßig, weiß nicht. Was halt nicht am was liegt. Ob es an den Spielern liegt, ob so, weiß nicht, das kann ja nicht sein. Ja. Musst du wissen. So. Was dir da nicht gefällt. Taktik habe ich diesmal bei jeder Mannschaft eben eingestellt auch. Ja, sehr gut. Sorry auch. Gut verfeinern, das muss man sowieso dann, wenn man spielt, aber. Aber du musst halt wissen, ob es am Spielermaterial eher liegt oder an den Taktiken, dass das nicht so funktioniert. Die Chance für den Konter. Jetzt ist er vorbei. Da spielt er den Ball zu. Das probiere ich noch rauszufinden. Aber ich bin mir da noch unsicher. Sie gehen schon früh drauf, gehen auf Ballgewinn und werden dafür belohnt. Ach so, Vorstöße und so haben sie ja. Thank you.
Aber ich habe bis jetzt 56 Pack gesammelt. Oh, ich habe schon lange mal geschaut eigentlich. Mit der zweiten Spielhälfte. Außen werden die Räume jetzt da für ihn. Daniel, was wäre vielleicht... Oh, was? Ja. Da ist der Ball drin. Gleich nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch. Schön noch vorbeigegangen. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Jetzt ist der Platz da. Da passt der Klasse auf. Oh, stimmt. Ja, denen geben wir jetzt Vollgas gleich zur Halbzeit, das ist eh gut. Klasse Zuspiel. Ei! Da trennt er ihn fair vom Ball. Lange Flanke jetzt. Oh. Aber zum Beispiel auch bei den Schweden, da gibt es ja auch wieder Hero-Karten und Legende gibt es auch. Wem? Oh, Brolin gibt es Hero, Lindberg gibt es Hero. Boah, und jetzt schlag mich durch. Irgendeine Legende gibt es ja. Oh, jetzt nicht so, das ist vergessen. Brolin müsstest du ja haben, glaube ich. Oder hab die ich nur gekriegt? Das weiß ich jetzt gar nicht. Und den habe ich als Leihspieler. Ich glaube nicht, dass ich den habe. Ich glaube, ich habe schon wieder einen Grundriss immer gemacht. Ich glaube nicht, dass ich den habe. Haben in diesem Spiel öfter den Ball und sie setzen diese Überlegenheit immer wieder in gefährliche Szenen um. Das Ergebnis ist die Führung. Sie streben einem Sieg entgegen. Im Moment haben sie den Ballbesitz nicht. Gegenangriff erstmal. Sie lassen den Ball gut laufen. Oh. Das soll sich niemand wundern, wenn das hier eine Karte gibt. Das gibt wahrscheinlich Gelb. Ich hoffe nicht mehr, weil das war sehr dumm. Für diese Aktion gibt's hier also dumm war es nicht, aber ordentlich daneben rutscht. Notwendig ja, aber. Na, Benarek, sieht gelb. Gehalten, aber klar, das war eher ein durchschnittlicher Freistoß. Sie holen sich den Ball. Oh. Viel Übersicht bei diesem Pass. Gut in den Lauf gespielt. Sie machen das Tor. Ist es denn zu Dürnberg? Also das werde ich jetzt testen. Im zweiten Spiel dann auch, aber ich glaube, ich weiß dann jetzt, warum es woran es gelegen hat, wenn das so weitergeht. Okay. Soll ich noch verraten, oder? Ich spiele jetzt eine andere Formation. Okay. Ich habe hier mal nicht die 4-4-2 genommen, sondern habe herumexperimentiert. Spielst du sonst immer die 4-4-2 los? Oft. Glich. Da haben sie die Chance. Ich weiß nicht, manchmal gefällt mir die 4-4-2 überhaupt nicht, weil das war nicht so. Also so linienhaftig, weißt du? Nicht so versetzt alles. Ich finde, da brauchst du die Spieler einfach für das, die das spielen können. Flanke kommt in die Mitte. Und da ist der Ball erstmal wieder weg. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Oh. Niemand kann ihn aufhalten. Gutes Dribbling. Ah, bin weg. Oh. Ja, aber es wird eng, auf jeden Fall noch für die Polen, wenn sie da nicht ein bisschen noch was für Spiel versuchen zu machen.
trotzdem frischen Stürmer rein. Noch da muss noch was gehen. Sie bekommen den Einwurf jetzt. Es gibt einen Wechsel. Oh. Angriff der Nachwuchs auf außen bleibt sie Platz. Warte, schwach. Kia, glaube ich, gibt es ja auch so eine Spezialkarte. Das ist eh auch eine WM-Karte ist. Mhm. Gut, Karten könnte man noch und nöcher nachrüsten eigentlich. Sie suchen nach der Lücke, da muss die Abwehr aufpassen. Dolberg würde ich mir ein bisschen schneller wünschen. Hast du schon abgegeben? Nein. Dann. Guter Pass jetzt. Kannst du den Wunsch selber überfüllen? Stimmt. Stark ist nein, aber trotzdem. Alter. Schwitzi. Ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Yusuf Pausen. Oh, Schorzi. Die Ecke muss gut kommen. Das könnte die letzte Chance sein, hier doch noch auf Unentschieden zu stellen. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Ne, jetzt ist der Ball doch weg. Knapper Rückstand für die Gastgeber. Gleich bekommen wir hier den Schlusspfiff. Sie haben heute Schwächen gezeigt und sie haben es halt auch nicht verstanden. Oder? Er ist schon gelb belastet. Ist das der denke ich mal. Spielt der Ball kurz. Nein. Es werden noch mal 2 Minuten draufgelegt. Die Nutmegs über außen, da haben sie jetzt Platz. Flagge jetzt. Na, gute Gelegenheit vielleicht, aber sie stehen im Kopf. Gehalten von Schmeichel. Exzellent. Na, das war's. Oh, getan. Ja. Oh. Ja, schön. Ja, trotzdem denen nicht aufgegeben. Ja, waren wieder schöne Matches heute, muss das ich sagen. Das stimmt. Bleibt spannend. Ja. Außer für eine Mannschaft einmal. Ja, da wird spannend, ob es noch irgendwie herumreißen. Na gut, Leute, aber danke fürs Zuschauen. Danke dir, Flo, dass du auch vorbeigeschaut hast. Mach das gut. Bis dann. Ciao und Baba.